Wasser bietet dem Fotografen unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten. Lebendig mit sichtbaren kleinen Tropfen oder ruhig. Und natürlich allem, was dazwischen liegt. Heute geht es nicht nur um die reine Dokumentation dessen, was wir mit dem Auge sehen, sondern zusätzlich um kreative Interpretation. Herzlich willkommen zum Video Wasser fotografieren. Ich bin Angelika und in diesem Video werden wir viel mit der Belichtungszeit spielen, aber auch Filter einsetzen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Aufnahme vor Ort möglichst fertigzustellen und wenig Aufwand dann anschließend mit der Nachbearbeitung zu haben. Ich selbst verwende einen rechteckigen Filtersatz, einerseits, weil es schwierig ist, für mein Objektiv Nikkor 1424 überhaupt einen Steckfilteraufsatz zu bekommen und andererseits, weil es der Umgang mit den Verlaufsfiltern dann einfacher ist. Mein Filtersatz besteht aus einem Polfilter, zwei Verlaufsfiltern der Stärke 09 und 1,2 und dann habe ich gerade für das Wasser noch einen ND-Filter 3,0. Für kurze Belichtungszeiten zeige ich hier zwei Bilder, die ich 2022 auf La Palma aufgenommen habe. Denn die Kraft des Wassers wird am Meer am deutlichsten sichtbar. Eine Welle zerschellt an einem Stein. Das Wasser zerstiebt in der Höhe. Details können mit einer Belichtungszeit von einer 400stel Sekunde auf dem Foto festgehalten werden. Weil ich hauptsächlich helle und dunkle Bereiche im Bild habe, habe ich es in Schwarz-Weiß umgewandelt. Das gilt natürlich erst recht für Wellen. Ihre Kraft habe ich mit den gleichen Kameraeinstellungen festgehalten. Genauso sprudelt ein kleiner Bach im Harz, wenn ich ihn mit einer 800stel Sekunde belichte. Das Foto gibt wieder, was das Auge sieht. Ein anderer Eindruck entsteht bei einer Belichtungszeit von einer 25stel Sekunde. Die Bewegung ist nur noch angedeutet. Um diese Belichtungszeit realisieren zu können, muss ich die Blende auf 20 anpassen. Bei einem See, auf den die Sonne scheint, sieht man leichte Reflexionen im Wasser. Die Oberfläche ist gekräuselt. So nehmen wir es auch mit dem Auge wahr. Die Wolken wirken strukturlos und ein Blick auf das Histogramm in der Kamera oder in Lightroom offenbart, dass die hellen Töne am rechten Rand anstoßen. Dem könnte ich mit der HDR-Technik entgegenwirken. Weil ich jedoch den Einsatz von Filtern plane, nehme ich es an dieser Stelle hin. Ich beginne mit dem Polfilter. Bevor ich ihn in die Filterhalterung stecke, halte ich ihn vors Auge und prüfe, in welchem Winkel er seine größte Wirkung zeigt. Das müsst ihr vor jedem Einsatz erneut herausfinden. Der Polfilter befreit das Foto von den Reflexen. Ein erfreulicher Nebeneffekt ist, dass der Himmel, insbesondere in diesem Bereich, schon etwas Struktur erhält. Den Polfilter lasse ich stecken. Ich ergänze ihn um einen Verlaufsfilter GND 0.9, den ich bis zu einer gedachten Linie oberhalb dieser Bäume in den Filterhalter schiebe. Der Himmel gewinnt jetzt noch einmal deutlich an Struktur und das Wasser beginnt bei etwas mehr als einer halben Sekunde einzufrieren. Aber da geht noch mehr. Ich habe noch meinen Graufilter. Damit sind dann alle Plätze in meinem Filterhalter besetzt. Jetzt kann ich mit knapp 2 Sekunden fotografieren. Um die Aufnahme nicht unnötig zu verlängern, denn das würde nichts mehr bringen, habe ich die ISO auf 100 erhöht und die Blende auf 8 zurückgenommen. Noch nicht erwähnt habe ich, dass ich alle Fotos auf einem Stativ aufgenommen habe. Werfen wir noch einen Blick aufs Histogramm. Der Dynamikbereich von Landschaft und Aufnahmen passt zusammen, bis auf die Blautöne. Diese habe ich in Lightroom zurückgenommen, weil mein Haida Graufilter einen Blaustich hat. Das kommt bei Filtern leider vor. Lest euch am besten Empfehlungen durch, bevor ihr Filter kauft. Manchmal ende ich jedoch in einem Kompromiss zwischen Preis und nachträglicher Korrektur in der Bildbearbeitung. Wenn ihr tiefer in die Filtertechnik eintauchen wollt, empfehle ich euch das Buch Filterfotografie von Uwe Statz. Kennt ihr schon den Harzkalender 2024 von Cellapix mit wunderschönen Bildern von Landschaften und Astrolandschaften? Ihr könnt ihn auf der Webseite www.cellapix.de erwerben. Schaut doch mal hin! Auf 2 Tatsachen möchte ich an dieser Stelle dennoch verweisen.
Erstens verwenden die Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen, die jedoch alle im Zusammenhang mit dem Lichtdurchlass stehen. So lässt der von mir verwendete ND3.0 0,1% des Lichts durch. Zweitens messen die meisten Belichtungsmesser der Kameras mit einem Graufilter nicht mehr korrekt. Deshalb gibt es Tabellen, welche die ohne Graufilter gemessenen Belichtungszeit in eine Beziehung zu der mit Filter setzen. Statz liefert eine solche Tabelle mit seinem Buch. Ihr findet sie jedoch auch im Internet, zum Beispiel bei der hier angegebenen Adresse. Hier noch einmal die Bilder im Vergleich. Mir kommt es weniger auf die Dokumentation des Teiches an, als auf die Stimmung, die ich beim Fotografieren wahrnahm. Es war am späten Nachmittag und sehr ruhig. Für mich drückt das vierte Bild, ganz unten rechts, diese Stimmung am besten aus. Vielleicht gefällt euch jedoch eines der anderen Fotos besser. Hier ein Bild vom Spiegeltaler Wasserfall. Ebenfalls eine Langzeitbelichtung mit dem kompletten Filtersatz. Das Wasser wirkt durch den Graufilter ruhiger. Manche sprechen auch von seidigem Wasser. Der Effekt wird umso größer, je schneller sich das Wasser bewegt. Dies ist eine Langzeitbelichtung der Oker. In größeren Abständen wird das Wehr geöffnet und das Wasser schießt durch das Flussbett. Eine solche Situation habe ich erwischt. Weil dies lebensgefährlich werden kann, darf das Flussbett auf keinen Fall betreten werden. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar Anregungen aus diesem Video mit. Habt ihr Fragen oder eigene Erfahrungen mit der Wasserfotografie, die ihr teilen wollt? Dann hinterlasst sie doch bitte in den Kommentaren zu diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, bin ich für ein Like sehr dankbar.